Schlüter, der Hochadel unter den Krümelfressern, haben auch schon vorm Krieg, also vorm ersten Krieg, anständige Motoren gebaut und in den 30ern die DZM-Reihe vorgestellt. Schlütermotoren sind das Feinste, was jemals auf dem Acker rumgebügelt ist. Ab den 60ern fingen die Leute aus München an, nur noch riesige Mördergeräte zu bauen, wo der normale Nebenerwerbswilli echt keine Aktie mehr drin hatte. Wer heute Schlüter-Trecker sammelt, sollte also mehr als bloß eine Garage haben. Auf Treffen sieht man die Riesen-Ottos auch nicht so oft. Eigentlich kommen die Leute nur zum Pflügen zusammen. 8 Schar Volldrehfluch in die Arschritze verriegelt und dann an einem Vormittag ganz MacPom umgeflücht. Das Besteck ist so gigantisch, die müssen zum Wenden immer nach Polen rüberfahren.